wieder bei Kara. Und ich bin irgendwie glücklich, dass wir bei Kara sind, denn, sind wir mal ehrlich, ich will gar nicht mehr. Ich will gar nicht mehr. Ich habe letztes Mal wieder so verkackt. Oh. Vor Detroit angegriffen haben soll, ist noch flüchtig. Die Polizei scheint seine Spur nach. Der Konflikt in der Arktis hat heute einen neuen Höhepunkt erreicht. Wie wir gerade erfahren, soll die USS Iowa. Die Leute, die wir treffen wollen. Woher weißt du von ihnen? Von den Androiden in Slatkos Haus. Sie sprachen von Menschen, die Androiden über die Grenze bringen. Wenn es gelogen war? Oder noch eine Falle? Und dieser neue Vorfall könnte sie. Ich weiß nur, dass die Androiden es glaubten. Bis Slatko sie umbrachte. In Detroit weiter zu heftigen Schneefällen. Mit minus 5 Grad Celsius wird es kälter als sonst. Okay, kann ich mit Ellos eigentlich auch reden? Nee. Sie freut sich so süß. Ich habe noch nie Schnee gesehen. Sehr hübsch. Er behindert uns. Aber hübsch. Aber wenigstens sind nicht so viele Menschen unterwegs. Ja, klar. Welche Überraschung. Das sieht nicht gut aus. Ja, klar. Bleib sitzen, Alice. Verprüfe den Automotor. Okay. Why not? Was ist so schön gemacht? Auch mit dem Schnee wieder. Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Zu Fuß gehen, schätze ich. Es ist eiskalt. Alice schafft das nicht. Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Hier gibt es keinen Platz zum Übernachten, Kara. Aber da hinten ist ein Pfeil. Ich finde eine Unterkunft. Ahaha! Das klappt bei mir auch immer so gut. Mit dem Schnee ist halt auch so cool gemacht, ne? Mit den Fußabdrücken und auch auf der Kleidung. Pirate's Cave, Amusement Park. Da drüben. Na, ich weiß ja nicht. Wir brauchen eine Unterkunft. Wir müssen aus der Kälte raus. Scheint schon länger geschlossen zu sein. Okay. Aber wo am besten hin? Es wäre ja schön, wenn es recht warm ist, aber ich weiß nicht, ob hier noch was zu gebrauchen ist und nicht komplett demoliert ist. Das könnte jetzt schon wieder Silent Hill sein, ne? Ich vermisse Silent Hill. Ah. Was gefunden? Gebäude beschädigt, nicht sicher. Nichts, wo wir übernachten können. Ich finde das so schade, so ganz viele gute. So viele gute Serien, also Game-Serien enden halt einfach zu windig für Alice. Okay. Ja, es wäre am besten, wenn wir irgendwo reingehen könnten, ne? Komme ich hier nicht hoch? So Silent Hill und so. Ach, ich finde das doof. Warum immer? Warum hören die laut? Fuck. Die Gefahr lauert dort, wo
wo man sie nicht vermutet. Dankeschön für die tolle Warnung. Jetzt geht's mir viel besser, du Arsch. Ein richtig tolles Silent Hill hätte ich auch eigentlich gern wieder. But no. Gut, erstmal in Ruhe umgucken. Guten Tag, alles gut bei Ihnen? Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Willkommen im Piratenland, meine Lieben. Hier haben alle einen Mordspaß. Ich nicht. Karas Blick so, oh, scheiße. Aber hier sieht man halt, hier sind wir. Na gut. Alle nur so offene Dinger, zu klein für uns drei. Ja, und vor allem sicher auch nicht viel sicherer. K400. Hier fällt alles auseinander. Wird nicht leicht, einen Schlafplatz zu finden. You don't say. Darf ich mal da lang? Kein Essen mehr oder so? Schade. Wir können hier ins Riesenrad. Nein, lieber nicht. Das sieht schon cool aus. Ein bisschen Lakeside Amusement Park. Hier ist doch ein Haus, oder nicht? Kann ich hier nicht ins Haus? Sieht drin sicher aus. Aber? Warum willst du da nicht rein? Ich guck nochmal kurz da hinten, kurz. Kurz. Quantic Dream, möchtet ihr nicht mal Silent Hill, ich weiß gar nicht. Okay, betritt den verlassenen Laden. I don't know, was, machen. Würde mich freuen. Hier ist nur das Creepy Karussell. Okay. Ich glaube, ich muss in das Haus. Hoffentlich ist er nicht wieder so ein komischer Typ, der uns mit dem Messer ab... mucksen will. Ich mach das. Danke. Ja. Na bitte. Das Spiel sieht halt einfach so schön aus. Und ich habe nicht mehr HDR an, weil das geht nicht mit der Aufnahme-Capture. 4K HDR vielleicht für die PS4 Pro. Sicher noch geiler. Wir werden nichts Besseres finden. Naja, gut. Machen wir es uns gemütlich. Ich mache ein Feuer an. Alright, danke. Für die Nacht trägt dein Bett für alle selber. Prüfe Losers Tasche. Warum? Ach, guck mal, wir können mal wieder lesen. Und dann verkacke ich wahrscheinlich wieder alles. Androidenband. Aufwertet zum Musikpreis. Hallo? Ich will nach unten. Die Androidenbäume Here for You, die von dem Detroiter Plattenlabel Digital Harmony vermarktet wird, ist bei den Celebrate Music Awards heißer Anwärter in der Sparte Best New Artist. Ein offener Brief für diverse Plattenlabel, die nur menschliche Künstler fördern, forderte Digital Harmony auf, die Band von derartigen Verleihungen zurückzuziehen und befürchtet die Erosion der künstlichen Werte der Musik.
Doch nachdem nun weniger als 5% des Musikmarktes ich mach das von Feuer hier. Danke für menschliche Musiker produziert werden, dann ja. Ein Sprecher der Band sagte, hier vor Jugo geht es darum, ihre Fans Freude und Unterhaltung zu bieten. Bäh, 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 ja. Gut. USS Iowa vermisst. Die USS Iowa, ein U-Boot der Zerstörerklasse, ist im Polarmeer verschwunden. Eine Untersuchung läuft, doch Präsidentin Warren vermutet Russland hinter der Affäre. Ja, die russischen Aggressionen haben eine neue Stufe erreicht. Amerika muss reagieren, Mann, ey. Scheiß Trump. Bislang hat der Kreml Lupaschow bestritten, in der Sache verwickelt zu sein, obwohl der russische Diplomat Nabokov betonte, dass ein amerikanisches U-Boot der Zerstörerklasse nichts in der Arktis verloren hat. Sicherheitsexperte Ben Williams bezeichnet die Situation als Krieg, der jederzeit ausbrechen könnte. Okay, danke. So, aber wie gesagt, ich finde wirklich, man könnte da ein bisschen... Oh Gott, Hilfe. Ein bisschen, ne, you know. Leckerlis. Vielleicht finden wir hier sogar noch Essen. Who knows? Echt unheimlich, oder? Oh. Ich finde so Vergnügungsparks und sowas bei Nacht. I don't know. Ach nein. Ach nein, bitte nicht. RA9, RA9. Ach. Leute, ich sag's euch, hier ist doch so shit happening. Oh. RA9, RA9, ich sag's euch, shit is happening, so shit is happening. Vor allem, ja, guck einfach mal in die Tasche rein. Es sind noch Kekse da. Möchtest du welche? Nein, ich bin nicht hungrig. Ich lasse die Waffe da mal drin. Besser ist das. Ich will jetzt nicht, dass der sonst was von uns nachher denkt. Kann ich mit dir sprechen? Nö. Okay. Tasche überprüft. An. Mit dir kann ich nicht reden. Na gut, dann schaue ich mal, wie ich ein Bett hier herrichte. Ich weiß halt nicht, muss ich die Waffe überprüfen? Ich meine, wenn hier nachher irgend so ein Psychopath rumrennt mit RA9 und so, vielleicht wäre es besser, aber I don't know. I don't know. Schön für Stinks, für den Kamin. Was lässt mich jetzt nicht locker mit der blöden Waffe, ne? Alice? Komm, egal. Mich lässt das jetzt nicht locker. Es lässt mich gerade nicht locker. Ist vielleicht besser, dass wir es freigeschaltet haben. Weil, wer weiß. Wenn hier wieder irgendein Psychopath rumrennt, dann, ne? Wir sind hier gut in Leute erschießen. Eine glückliche Familie. Kannte sie leider nie, Alice. Glaubst du, wir sind eines Tages wie sie? Ich weiß nicht, wie man wie sie ist, Alice. Ich hatte nie eine Familie. Aber vielleicht können wir eine werden. Auf unsere eigene Art. Dass wir beide zusammen sind. Das ist alles, was zählt. Oh. Na komm, es ist Zeit fürs Bett.
Ich weiß, das war wieder ein harter Tag. Versuch etwas zu schlafen. Morgen früh sieht es schon besser aus. Erzählst du mir eine Geschichte, Kara? Ich habe 9000 Kindergeschichten gespeichert. Nicht schlecht. Mir sollte eine einfallen. Es war einmal eine kleine Prinzessin, die... Nein, nicht so eine Geschichte. Eine nur für mich. Es war einmal ein kleines Mädchen. Das keine Angst mehr haben wollte. Es wollte so gern wie die anderen Mädchen sein, aber... Der Schatten, der in ihm lebte, machte es unglücklich. Dann traf es einen Roboter, der genauso verloren war wie das Mädchen. Die beiden beschlossen, zusammen wegzulaufen, um ein besseres Leben zu finden. Unterwegs lauerten sehr große Gefahren, aber sie hielten zusammen und konnten so alle überwinden. Unterwegs trafen sie einen anderen Roboter, der seinen Meister verließ, um sie zu beschützen. Wie geht die Geschichte zu Ende? Sie fanden den Ort ihrer Träume und lebten dort glücklich zusammen. Geschichten haben immer ein gutes Ende. Aber in echt ist das nicht so. Zeit zu schlafen. Morgen liegt wieder ein sehr langer Tag vor uns. Kommst du und sagst mir gute Nacht, Böse? Ja. Ja, natürlich. Irgendwie ist das süß. Ich habe immer so diese unterbewusste Angst, dass irgendwas wieder schief geht. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Schon wie gesagt, das mit den RA9 da sehe und dass wir hier die Waffe überprüfen können. I don't know, ich habe ein echt ungutes Gefühl dabei. Warum kann ich einfach mal alle supi laufen? Ein liebes Mädchen. Ja. Sie ist sehr tapfer. Hast du je gehört von RA9? RA9 war der erste, der erwachte. Eines Tages wird unser Volk anführen und uns befreien. Es schneit noch. Das wird ein weiter Weg. Wir sollten früh los, wenn wir nicht entdeckt werden wollen. Kara, ist dir jemals was aufgefallen? An Alice? Nein. Was meinst du? Ach, nö. Kara! Ah, geil. Feuer löschen? Warum Feuer löschen?
die Waffe nehmen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Lasst uns in Ruhe! Hab keine Angst. Wir tun euch nichts. Das sagen sie alle. Wir sind wie ihr. Wir heißen Jerry. Wir haben hier im Park gearbeitet. Wir wollten euch nicht erschrecken, aber manchmal kommen Menschen, um uns weh zu tun. Da wollten wir nachsehen. Was macht ihr hier? Wir brauchen einen Platz zum Übernachten. Morgen sind wir wieder weg. Ein Mädchen? Wir haben lange keins mehr gesehen. Kinder waren so gerne hier bei uns. Sieht traurig aus. Die letzten Tage waren schwierig. Wir haben etwas für sie. Etwas Lustiges. Wird ihr gefallen. Will sie es sehen? Oh, ich glaube nicht. Dann soll sie mitkommen. Alice, ich weiß nicht, ob das so komm gut schon, ist. Komm schon, Kara. Ich glaube, du hast keine Wahl. Ich meine, gut, R9 war also der erste Abweicher, der erwacht ist, sag ich mal, ne? Heißt es ja nicht, dass alle Abweichler irgendwie durchdrehen oder so. Und wir sind ja eigentlich auch, also Kara ist ja auch ein Abweichler und Luther, aber ich hab Angst. Ich trau dem Spiel nicht. Sorry. Können wir nicht einfach abhauen? Das sind so viele. Sei unser Gast. Ups. Sorry, ich bin zu blöd. Die Kleine geht bitte an Bord. Das Karussell wird sich gleich drehen. Sie lächelt zum allerersten Mal. Bisher gab es ja auch nicht viel zu lächeln. Wir kommen nicht plötzlich mit einem Maschinengewehr raus und bringen uns alle um. Oh Mann, das ist so schwer in diesem Spiel. Ich bin wirklich so, ich vertraue einfach gar keinem mehr. Ich kann keinem mehr vertrauen, weil ich so Schiss habe. Warum ist hier schon wieder keine Statistik? Frage: Bedrohen, wegstoßen. Warnschuss abgeben. Aber haben die meisten gemacht. Aber ich glaube, es wäre so oder so gleich ausgegangen, oder? Also es gibt hier keine anderen Wege. Gut. Ja, ist alles recht gleich, ne? Oh. Es war echt wieder sehr schwer. Emotional sehr schwer. Wie gesagt, ich will immer nichts falsch machen, Mann. Und dann habe ich so Angst. Oh nein, es war so klar. Irgendwelche Psychopathen kommen jetzt hier und dann bringen sie uns alle um. Und dann aber alle so, nein, wir sind voll lieb. Wir wollen nur, dass ihr aufs Karussell geht. Und dann messen wir euch alle ab.
Lächeln. Ich, wie gesagt, ich traue in diesem Spiel niemanden mehr, außer mir selber. Das glaube ich am besten. Oh, Leute, ja, 25 ist wieder sehr kurz. Das Problem ist, wenn ich jetzt das nächste Kapitel mache, wahrscheinlich ist es dann wieder so ein langes und dann bin ich wieder bei einer Stunde. Deswegen höre ich jetzt auf für heute. Und ich habe diesmal keinen umgebracht. Es ist ja schon mal ein Erfolg für mich, ne? Okay, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Detroit Become Human. Ciao!